architektonisches Meisterwerk ist geboren und wurde am 4. Oktober 2013 gebührend gefeiert. Europas größte Wirtschaftsuniversität hat mit dem WU Campus ein Quartier geschaffen, das seiner Einzigartigkeit gerecht wird. Zur glanzvollen Eröffnung versammelten sich im futuristischen Foyer des Learning Centers wichtige Namen aus Politik, Wirtschaft, Industrie, Kunst, Bildung und Wissenschaft. Denn der WU Campus ist einen Quantensprung in der Wissenschaftspolitik und ein wirkliches Zentrum der modernen Architektur. Ja, erstens einmal ist es ein Aufbruchssignal und das ist es, was wir auch dringend brauchen, ein Signal des Mutes, der Erneuerung und der unkonventionellen Wege. Und die WU hat sich auf den Weg gemacht. Die Eröffnung eines vollständig neuen Campus für eine Universität ist ein Festtag der besonderen Art. Und wenn ein so großes Projekt gelingt, ist es auch nicht nur erklärbar, sondern auch wirklich begründet. Die gefühlvolle Eröffnungsrede des Rektors Christoph Badelt, eine informative Gesprächsrunde mit wichtigen Beteiligten und die Ansprache des Bundespräsidenten Heinz Fischer führten in ein musikalisches Ereignis der besonderen Art. Denn der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Karl-Heinz Töchterle, gab dabei wortwörtlich den Ton an. Es ist natürlich ein Freudentag in vielfacher Hinsicht. Erstens einmal freue ich mich für die WU, für ihre Lehrenden und Studierenden, dass sie einen traumhaften Campus beziehen können. Zweitens freue ich mich aber auch, dass wir hier das beste Beispiel dafür haben, dass in Österreich die Universitäten sehr wohl Gegenstand hoher öffentlicher Bemühungen sind. Wie es sich bei einem Neueinzug gehört, wurde ganz offiziell der Schlüssel übergeben. Danke, es war einfach wirklich wunderbar, von der ersten Minute an mit euch zusammenzuarbeiten und ich nehme das wahnsinnig gern an. Danke, lieber Wolfgang. Der Schlüssel ist ein Symbol zur Öffnung von Türen und Toren und wenn man eine Tür aufstößt, dann kommt man in etwas Neues hinein und meine Hoffnung ist, dass man in etwas Positives Neues kommt und den Weg in die Zukunft beschreiten kann. Türen und Tore gibt es viele. Der WU Campus setzt sich aus 6 visuell differenzierten Gebäuden zusammen, die von namhaften Architekturbüros aus England, Spanien, Japan und Österreich entworfen wurden. Das sind faszinierende Bauten und ich bin überzeugt, die werden auch mithelfen, die WU noch weiter international zu verkaufen. Natürlich muss man die wissenschaftliche Leistung bringen, aber die hat die WU immer schon gebracht und vielleicht ist der Bau auch noch ein Anlass, noch einmal was draufzulegen. Aber mit so einem Gebäude, mit so einer Ästhetik, mit so einer Visitenkarte verkauft sich's dann noch einmal leichter. Nicht so einfach ist allerdings die Entscheidung, welches Gebäude nun am besten gelungen ist. Ich finde die Gesamtkomposition beeindruckend. Jetzt ein einzelnes Gebäude herausstreichen, auch wenn sich natürlich alle sagen, dieses zentrale Gebäude ist besonders schön, was ja stimmt, aber die Gesamtkomposition ist aus einem Guss und eine zukunftsweisende Architektur, die auch für euch Studentinnen und Studenten zukunftsweisend für euer Leben sein soll. Es war sicher so, dass das Miteinander der Schlüssel des Erfolges war. Also es ist das gesamte Ensemble ganz einfach, spricht für sich und jedes Gebäude in sich ist natürlich wunderbar. Was mir natürlich, wenn ich Studentin wäre oder Student wäre, ganz besonders behagen würde, wäre dieses bunte Gebäude, weil das einfach so viel Leben zeigt und die Modernität zeigt und die Zukunftsorientiertheit zeigt. Das wäre für mich eigentlich das Beste. Von Architektur natürlich das Learning Center mit der Nase. Aber ich finde also D2, glaube ich, ist das, dort wo die ganzen Hörsäle drin sind, ist auch ziemlich cool, weil es ist einfach chillig zum Lernen. Super viel Tageslicht, ist wirklich schön. My favorite building is the teaching center because the color suits my hair and it is really enormous building. Like, and by the way, it was built by Austrian architects, which and we are in Austria, so I think
Everyone's favorite building should be the teaching center. Well, I study in the teaching center. I think it's my favorite building. I spend almost every day there from 8:30 till forever. So yeah, it's like my home. Well, I like TC a lot because it's so incredibly made with this metal and everything, and it's a combination of so different materials that it's amazing. It's awesome. I really like it. And Learning Center is, I don't know, it's like a spaceship. Everybody said it, but yeah, that's true. Das Learning Center im Zentrum des WU Campus ist nicht zu übersehen. Zum Glück finden die Studenten. Sehr gut. Also von außen ist es schon sehr eindrucksvoll. Wenn man den Campus entlang spaziert, sieht man gleich, wie es in den Platz hineinragt. Also es ist ein Blickfang auf jeden Fall und zieht dann auch in das Gebäude rein. But I really like this one because of the way it's designed. It looks like something from a science fiction movie. So it's really cool. Nach jahrelangem Tüfteln und räumlichem Visualisieren standen nun auch die Architekten des Learning Centers mitten in ihrem Werk. I enjoyed being here. I think it's a nice space and you know, it's very nice to be here. So, es gibt natürlich sehr, sehr viele andere fantastische, komplexe Räume. Dieses Gebäude ist sehr porös von innen und von innen nach außen, von außen nach innen. Und diese Kommunikationsräume, wo man steht und in allen Richtungen was passiert, über einem, unter einem und in Tiefen geschichtet, das finde ich das Spannende an dem Haus. Und das zieht sich durch Schnitte und Atrien und mehr Atrien und mehr Schnitte, bis man dann an den Auskragspunkt kommt, den man von außen schon gesehen hat. Und da findet man sich dann und überblickt dann sozusagen den Rest des Campus. Es gelingt, es ist sehr gelungen, finde ich. Es macht riesen Spaß. Und ich merke auch an den Reaktionen, dass Leute stimuliert, dass es etwas Großzügiges und Freies hat, was zum Studieren passt. Es wirken Gebäude auf Menschen. Und diese neue Architektur, die hier umgesetzt wurde, auch die Offenheit, die hier gelebt wird oder gezeigt wird durch das Aufstellen der Gebäude, eine campusartige Gelände zu schaffen, aber dieses Gelände auch offen zu halten, das wirkt sich mit Sicherheit auf alle aus, die hier leben werden. Leben sage ich deshalb, weil viele Studierende, die ich schon gehört habe, sie werden den ganzen Tag da verbringen und nur mehr schlafen, nach Hause gehen. Also die hier leben werden, die hier arbeiten, die hier studieren werden. Und ich glaube, damit ist ein Meilenstein gesetzt. The campus is incredible. I'm really, really into it. And I feel that that's the place where I really want to study and live. Basically, I live in a campus, I think, with all this workload. But it's so nice. I think we'll have a nice time with it. Mit dem neuen WU-Campus beginnt nun eine neue und wichtige Ära für die Wirtschaftsuniversität. Ich glaube, dass es uns allen hier besser gefällt. Aber objektiv gesehen sind die Studierenden die wirklichen Gewinner des Campus, weil es viel mehr Arbeitsplätze gibt für sie, weil sie eine wesentlich bessere Arbeitsatmosphäre haben, weil sie eine kleine Stadt haben, wo man gerne drinnen lebt und nicht nur zu einer Lehrveranstaltung hereinkommt und möglichst schnell wieder verschwindet. Ich glaube, dass das die Qualität des Studiums und auch die Freude am Studium sehr verstärken wird. Der WU Campus steht für ganz bestimmte Werte. Er steht für Offenheit. Es ist ein komplett offener Campus. Es kann jeder herein und wir wollen, dass jeder hereinkommt. Er steht für Verantwortung. Das haben wir vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne der ökologischen Gegebenheiten interpretiert. Er steht für Vielfalt, wenn man allein die Architektur anschaut, die vielen verschiedenen Architekten. Das steht für die Vielfalt in Wissenschaft und Lehre. Es ist großartig, hier davor zu stehen und zu sehen, was möglich ist in dieser Stadt. Und ich halte es für ganz wichtig, dass hier ein Zeichen gesetzt wird für die Wichtigkeit von Wissenschaft, für die Wichtigkeit von Bildung. Und es ist Großartiges geleistet worden. Und es warten auch noch einige Herausforderungen. Ich hoffe, dass sich das Betreuungsverhältnis bessert, aber ich glaube, dass diese Erwartungen werden nicht erfüllt hier. Und sonst wird sich wahrscheinlich nicht recht viel ändern, außer dass halt die Umgebung ein bisschen besser ist jetzt und die Bedingungen vom Räumlichen her sich ein bisschen gebessert haben. Ja. Naja, die Erwartungen sollten, glaube ich, jetzt erstmal nicht zu hoch sein, weil es ist ein komplexes Objekt, ein komplexer Neubau und da sind sicherlich noch Kinderkrankheiten vorhanden. Sollten die Erwartungen nicht so hoch sein, aber ich freue mich auf jeden Fall.
dem neuen Areal der WU soll für alles gesorgt sein und so soll auch das Leben rund um den Campus abgerundet werden. Aber sonst ist alles hier, es gibt Supermärkte, Kaffee ist überall, die Versorgung ist gut. Ja, sicher. Also ich war, glaube ich, jedes Mal in irgendeinem anderen Kaffee, seitdem ich da bin. Ja. Oh, we've already used all the bars, that's where we are. We don't go to lectures, we have lectures in the bars and cafe. That's what we do, that's what students do, that's what you should do as well. Nicht nur die Studierenden freuen sich, auch das Personal der Wirtschaftsuniversität Wien profitiert von den neuen Räumlichkeiten. Also zunächst einmal freuen wir uns wahnsinnig, dass wir ein eigenes Gebäude haben. Für uns im Bereich Executive Education ist das tatsächlich identitätsstiftend. Insofern, als dass wir ja derzeit oder bis dato, sollte ich sagen, in Hotels unterrichtet haben. Wir haben in Palais unterrichtet, die ja alle wunderschön sind, auf Fotos toll aussehen, aber natürlich einfach nicht so zweckmäßig sind wie ein Gebäude, was nur für diesen Zweck konzipiert worden ist. Also insofern ist es für uns ein Riesenschritt vorwärts. Die Eröffnung des WU-Campus war ein großes Fest für alle. Dieser Tag ist ein wirklicher Freudentag. Eine neue Wirtschaftsuniversität ist an sich schon was Besonderes, aber wenn man hier hereinkommt, dann geht einem, wie man so auf Wienerisch sagt, das Herz auf. Hier ist einfach eine Stimmung, eine Weltoffenheit, eine Internationalität. Ich habe einen super Eindruck. Ich finde es super, dass in Wien sowas möglich ist. Entgegen aller Unkenrufe in der Zeit, wunderbare Gebäude. Ob es als Campus funktionieren wird, wird man sehen. Die Eröffnungsfeier ist ja nicht so einfach. Wie eröffnet man so ein Großprojekt? War, finde ich, eine gute Mischung aus humorvoll und staatstragend. Die einzige Gruppe, die mir abgegangen ist am Podium, es war zwar in der Großbotschaft, sind die Studierenden, weil um die geht es zentral. Ja, mir geht es schon sehr gut. Also es ist, geht mir vor allem auch deswegen sehr gut, weil die Eröffnung ein wichtiger Meilenstein ist, dass wir einfach jetzt wirklich was erreicht haben. Dass jetzt, was mich sehr freut, ist, dass heute meine Mitarbeiter die Chance haben, wirklich einmal zu feiern. Ich finde, es ist sehr schön. Ich glaube, es ist auch ein Stück, ein Zeichen dafür, wie wir uns selbst verstehen. Wir haben hier keine steife, sage ich einmal, oder etwas überkantitelte Eröffnungsfeier geplant, sondern ich glaube, das war eine sehr emotionale Sache, eine symbolisch sehr interessante Sache. Es haben sehr viele sehr persönliche Meinungen geäußert, sehr persönlich reagiert auf diese Eröffnung. Insofern habe ich das Gefühl gekriegt, es ist keine Institutioneneröffnung, eine formale. Es eröffnen engagierte Menschen ein für Menschen gebautes Gebäude. Das anschließende Festprogramm begeisterte mit seinem tollen und umfangreichen Angebot. Musik, ein WU-Glücksrad, bei dem man sein Glück versuchen und viele Preise gewinnen konnte, die WU-Zeitkapsel für Erinnerungsfotos, eine Parcours-Performance und vieles, vieles mehr, sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Also bis jetzt muss ich sagen, es gibt viel zu viel zu tun. Also ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, dass ich viel mache, aber ich habe schon gesehen, man kann überall reinschauen, man kann sich alles anschauen, man gewinnt Spiele, was weiß ich, die ÖH macht auch ein bisschen arge Sachen, habe ich schon gesehen hier, solche Aktionen. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant. Ein besonderes Highlight waren Führungen durch die verschiedenen Gebäude des neuen Campus. Ergänzt wurden diese noch durch Filmvorführungen, die den Besuchern zahlreiche neue Einblicke und Eindrücke gaben. Auch Fahrradrikschas, mit denen man eine Campusrundfahrt machen konnte, garantierten großen Spaß. Nicht nur die Studierenden der WU waren auf den neuen Campus gespannt, sondern auch zahlreiche Besucher und Absolventen. Wir sind alle in einer Studienrichtung, also wir haben vor Jahren studiert und wir haben uns eigentlich gedacht, hey cool, die neue WU schaut eigentlich so super aus, wäre eigentlich voll die Geschichte, wenn wir die Ersten wären, die auf der neuen WU Sponsionsfeiern. Und jetzt sind wir hier und haben uns brav aufgetieren und jetzt sind wir alle da.
Champagner. Mit Champagner. Naja, meine Schwester studiert hier und ich habe einen persönlichen Bezug, weil ich die Zaha Hadid seit 3 Jahren kenne. Ja, und ich wollte mir das neue Gebäude unbedingt anschauen und den Campus selber natürlich auch. Ein ebenfalls großer Publikumsmagnet war direkt im Zentrum des Campus. Auf der Bühne vor dem Learning Center gab es ab dem späten Nachmittag Live-Musik von der WU Rock Faculty, in der auch WU-Professor Alfred Taudes spielt und dem Superfly Orchestra. Lightshow vor dem Learning Center war der grandiose Abschluss eines tollen Festes. Mit beeindruckenden Visuals begeisterte die Show alle Menschen, die gekommen waren, um gemeinsam mit der WU diesen ganz besonderen Tag zu feiern. Ich möchte den Studierenden aus meiner Erfahrung sagen, dass die Zeit an der Universität, das sind immerhin mehrere Jahre, eine ganz wichtige Zeit ist, die prägend ist für das spätere Leben, nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern überhaupt. Viele Eigenschaften und viele Erlebnisse aus der Studentenzeit bleiben wirksam für den Rest des Lebens. Und daher soll man diese Zeit gut nützen. Man soll vielseitig interessiert sein und man soll sich selber etwas Gutes tun, indem man sich eine solide Grundlage für das spätere Leben verschafft. Erstens, glaubt an euch selbst, an eure Begabungen, an eure Talente. Zweitens, glaubt daran, dass heute Internationalität der Schlüssel zum Erfolg eines kleinen Landes ist. Und drittens, glaubt an dieses kleine Land Österreich, das in der großen Welt Großes erreichen kann. Neugierig zu sein, nicht nur das zu studieren, zu lernen, was unbedingt notwendig ist, sondern auch ein bisschen auszufranzen, sich da und dort ein bisschen mehr anzuschauen, einfach den Horizont zu erweitern, ins Ausland zu gehen, nicht nur in Europa, Europa ist auch gut, aber auch darüber hinaus. Und dann sind die besten Voraussetzungen geschaffen. Den Studenten wünsche ich natürlich viel Erfolg. Ich wünsche ihnen, dass sie die Chance nutzen, die man während der Studienzeit hat, auch quer zu denken, Neues zu erfahren, Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Und außerdem wünsche ich ihnen, dass sie das Studium gut abschließen.